Dann begrüße ich Sie alle hiermit ganz herzlich zu unserem Februar-Webinar zum Thema Mobilitätsbudget, Mietsteuerrecht. Lassen Sie mich ein paar einleitende Worte Ihnen erzählen, während sich der Raum noch weiter füllt. Zum Beispiel letzten Monat hatten wir ein sehr vielseitiges Diskussions-Webinar zu den Themen, zu den Mobilitätsthemen, die uns in diesem Jahr erwarten werden. Wer sich das gerne noch einmal anschauen möchte, findet das auf der Mobico-Website unter den Aufzeichnungen der Webinare. Heute hingegen wird es etwas folienlastiger zugehen, allein einfach diesem Thema geschuldet. An der Stelle möchte ich eigentlich auch uns ein bisschen größer und sichtbarer zu machen und begrüße an der Stelle Janina und Nicola. Schön, dass ihr beide heute da seid und eure Expertise zur Verfügung stellt. Es gibt sehr hohes Interesse wirklich an diesem Thema oder vielleicht auch einfach eine Notwendigkeit hier, ein Verständnis zu schaffen, was denn Steuerrecht in Bezug auf die Mobilität betrifft. Und genau, dazu kann ich jetzt praktisch einmal die Agenda vorneweg greifen und sagen, dass wir praktisch sozusagen einen theoretischen Teil haben zu den Grundlagen des deutschen Steuerrechts im Mobilitätsbereich, den du vorstellen wirst. Und danach kommen wir praktisch von der gelernten Theorie in die Anwendungspraxis, die Nicola uns vorstellen wird, und zwar die praktische Umsetzung mit einem Mobilitätsbudget. Also am Ende dieses einstündigen Webinars sind Sie wirklich rundum versorgt mit den Grundlagenwissen und der praktischen Umsetzung. Genau, ich weiß, ihr beiden seid absolute Expertinnen in euren Gebieten und könnt auch praktisch dieses oftmals als abschreckend verschriebene Steuerthema jedem verständlich rüberbringen. Es sollten aber natürlich dennoch irgendwelche Fragen offen bleiben, haben wir einen Fragen-Chat, in den Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Ihre Fragen stellen können. An der Stelle sei aber auch schon direkt darauf hingewiesen, dass wir hier natürlich keine Steuerberatung jeglicher Art machen können. Darüber müssten Sie sich dann selber kümmern. Aber genau, wir schaffen hier, glaube ich, erstmal eine gute Grundlage, Grundverständnis. So viel zu dem Vorwort von meiner Seite. Ich will vorschlagen, ihr beide stellt euch einfach mal noch mit 2 bis 3 Sätzen vor und dann übergebe ich die Bühne auch sehr gerne dir, Janina, für deinen ersten Teil. Zur Vorstellung, Nicola, magst du da eventuell beginnen? Ja, normalerweise hätte ich der Janina natürlich die Bühne gelassen, aber nachdem Janina du dann gleich einsteigst, macht das wahrscheinlich so viel Sinn. Na, ich freue mich total, dass wir wieder hier in der Konstellation zusammenkommen. Janina und ich haben das schon mal gemacht und es hat damals schon, glaube ich, sehr großen Anklang gefunden, einfach weil es ein super wichtiges Thema ist, wir das nicht ausklammern wollen, sondern wir da sogar ein Spotlight drauf richten wollen auf das Thema, weil es einfach in ein Mobilitätsbudget hereingehört. Ich bin Nicola Büsse, Geschäftsführerin und COO von Mobico und habe das Thema schon immer so ein bisschen bei mir gehabt und arbeite auch dementsprechend mit Janina schon sehr lange und freue mich, dass wir uns heute um das Thema kümmern können. Janina, wie gesagt, geht in die Theorie rein, bei mir wird es ein bisschen praktischer. Die Folien werden auch etwas kompliziert werden, aber das schaffen wir gemeinsam. Die Stunde nutzen wir, um da reinzugucken und freue ich mich drauf. Ja, dann nehme ich doch direkt das Wort und stelle mich auch gerne kurz vor. Ich bin Janina Liefenbrück, ich bin Steuerberaterin bei der WTS Steuerberatungsgesellschaft am Standort in Düsseldorf, bin dort seit 2017 angestellt mit dem Hauptfokus auf Lohnsteuerberatung. Also wir machen bei uns im Team tatsächlich nichts anderes rund um die Uhr als Arbeitgeber in sämtlichen Fragestellungen im deutschen Lohnsteuerrecht zu beraten. Und ich freue mich, dass ich Ihnen in den nächsten 20 bis 25 Minuten mal einen kurzen, wirklich sehr kurzen Überblick über die Neuerungen oder auch die wichtigen Punkte im Zusammenhang mit Lohnsteuer und Mobilität geben kann. Und ich würde vorschlagen, Leander, wenn du mal meine Folien zeigen würdest, dann beginnen wir auch direkt. Ja, super. Danke euch beiden. Und dann Janina, the stage is yours. Ja, dann mach direkt mal weiter auf die Folie 4, bitte. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir bei Mobilität auch über Lohnsteuer sprechen?
Und zwar aus folgendem Grund: Immer wenn der Mitarbeiter etwas von seinem Arbeitgeber bekommt, sei es Mobilität oder auch andere Benefits, liegt in der Regel Arbeitslohn für den Mitarbeiter vor. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum gibt der Arbeitgeber nicht einfach den Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung von 100 Euro und ist mit dem Thema durch? Das ist sicherlich die administrativ einfachste Variante, aus steuerlichen Gesichtspunkten allerdings die schlechteste, weil die Gehaltserhöhung voll steuer- und beitragspflichtig zu behandeln wäre, wohingegen es ja auch Steuerbefreiungsvorschriften oder auch Pauschalierungsmöglichkeiten gibt, die man gegebenenfalls nutzen könnte, insbesondere im Bereich der Mobilität. Und da steigen wir jetzt mal näher ein. Diese Vorschriften, die haben in der Regel auch eine Zusätzlichkeit, die sie erfordern, da kommen wir aber gleich noch zu. Also im ersten Schritt ist immer wichtig zu gucken, wenn der Mitarbeiter eine Zuwendung bekommt, ist Arbeitslohn gegeben oder eben nicht. Wenn die Leistung im ganz überwiegend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers erfolgt, da wären wir hier auf der linken Seite meiner Folie, dann liegt kein Arbeitslohn vor. Wir gucken uns aber den etwas spannenderen Teil an, die rechte Seite, wenn Arbeitslohn vorliegt. Und in dem Fall müssen wir erstmal schauen, gibt es vielleicht eine Steuerbefreiungsvorschrift, die wir anwenden können, wie zum Beispiel bei der Überlassung von Dienstfahrrädern, oder ist der Arbeitslohn steuerpflichtig? Und wenn ja, müssen wir ihn individuell versteuern oder können wir ihn pauschalieren? Bei diesen beiden Vorschriften, also bei den Steuerbefreiungsvorschriften oder bei den Pauschalierungsvorschriften, ist das eingangs erwähnte Zusätzlichkeitserfordernis sehr häufig eine Voraussetzung, dass wir überhaupt in diese Vorschrift kommen. Und ich habe Ihnen auf dieser Folie mal einige Beispiele aufgeschrieben, für welche Vorschriften die Zusätzlichkeit gilt, die wir uns auch gleich nochmal detaillierter angucken, wie zum Beispiel die steuerfreien Jobtickets nach § 3 Nummer 15 ESTG oder auch die Pauschalierung für Sachzuwendungen nach 37b ESTG oder die Übereignung eines betrieblichen Fahrrads, das kein Kfz ist, was pauschaliert werden kann. Der Vollständigkeit halber, also hier sind nicht alle Vorschriften aufgeführt, sondern nur einige Beispiele, damit Sie einen Überblick bekommen. Was bedeutet eigentlich die Zusätzlichkeit, wenn du noch eine Folie weiterklicken würdest? Genau, der Gesetzgeber hat das Zusätzlichkeitserfordernis im § 8 Absatz 4 Einkommensteuergesetz sogar definiert und die Leistung ist dann zusätzlich, wenn sie zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Das ist denn der Fall, wenn die Leistung also nicht auf den Anspruch angerechnet wird oder der Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt wird. Das heißt, bei den klassischen Gehaltsumwandlungsfällen ist das Zusätzlichkeitserfordernis nicht gegeben und die Vorschrift kann in den Fällen nicht angewendet werden. Wenn also feststeht, wir haben Arbeitslohn, wir könnten vielleicht in die Steuerbefreiung oder in eine Pauschalierung reinkommen, dann ist als nächstes für die Bewertung und auch für die Versteuerung die Abgrenzung zwischen Barlohn und Sachlohn ganz entscheidend. Hier hat der Gesetzgeber seit dem 01.01.20 den Sachlohnbegriff neu definiert und hat damit in der Praxis für ganz viel Unruhe gesorgt. Und wenn Sie bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, warum, dann wissen Sie es gleich auf jeden Fall, wenn wir durch die Folien durch sind. Der Gesetzgeber hat nämlich festgelegt, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen und Geldsurrogate und alles, was auf einen Geldbetrag lautet, kein Sachbezug mehr ist. Eine Ausnahme gibt es für Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen und zusätzlich noch die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfüllen müssen. Und in Bezug auf diese Gutscheine und Geldkarten hat sich der Gesetzgeber noch überlegt, dass die 44 Euro Sachbezugsfreigrenze, die seit dem 01.01.22 auf 50 Euro angehoben wurde, nur noch dann angewendet werden kann, wenn diese Gutscheine zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Beginnen wir mal mit den Gutscheinen und den Geldkarten, die ab 2022 als Sachbezug
einzuordnen sind. Wie ich eben schon gesagt habe, zum einen müssen die Gutscheine zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen und die Kriterien des ZAK erfüllen. Es gibt ein sehr umfassendes Merkblatt von der BaFin. Allerdings hat die Finanzverwaltung in ihrem BMF-Schreiben, was sie letztes Jahr dazu veröffentlicht haben, gesagt, dass dieses Merkblatt für steuerliche Zwecke nicht bindend ist. Man kann also sich nur auf das BMF-Schreiben beziehen, wo zwar sehr viele Beispiele und Fallgestaltungen drin sind, es aber immer noch genügend Graubereiche gibt, die nicht abschließend geklärt sind. Das Zahlungsdienste-Aufsichtsgesetz hat 4 Anwendungsfälle. Die können wir jetzt mit Blick auf die Uhr nicht in Gänze besprechen. Ich möchte Ihnen aber trotzdem auch einen kurzen Überblick geben. Zum einen unterscheidet man in limitierte Netze, das heißt Gutscheine oder Geldkarten, die ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen bei dem Aussteller des Gutscheins berechtigen. Dann als nächste Alternative, wenn Akzeptanzverträge bestehen, dann muss der Gutschein auch nur bei dem begrenzten Kreis von Akzeptanzstellen im Inland einlösbar sein, sonst wäre er auch kein Sachbezug. Als dritte Möglichkeit schaut man auf die limitierte Produktpalette, also dass der Gutschein auch nur in einem sehr begrenzten Waren- und Dienstleistungsspektrum eingelöst werden kann. Auf den vierten Teil, also Gutscheine für soziale und steuerliche Zwecke, gehen wir jetzt hier gar nicht ein, weil das in der Praxis kaum vorkommt. Auf den nächsten Folien habe ich Ihnen einige Beispiele zu diesen vier Arten aufgeführt. Bei den Hauskarten, also das limitierte Netz, die erste Fallvariante sind klassischerweise Gutscheine für Einrichtungsgeschäfte, für den Buchhandel oder den Blumenladen oder das Restaurant gegenüber zu sehen, wo der Gutschein auch tatsächlich einzulösen ist. Ein begrenzter Kreis von Akzeptanzstellen, also die zweite Variante, wäre zum Beispiel ein Gutschein von einer bestimmten Ladenkette, die es auch in vielen großen Städten gibt, mit einem einheitlichen Marktauftritt, also einem einheitlichen Logo. Oder Gutscheine, die für bestimmte Shoppingcenter gelten oder Outlet Villages. Das fasst das BMF hier drunter. Als Beispiele nennt er hier, wenn du noch eine Folie weiterklickst, bitte. Genau, als Beispiele nennt die Finanzverwaltung hier Tankgutscheine von einer bestimmten Tankstellenkette oder auch Karten eines Online-Händlers würden darunter fallen, aber nur, wenn der Gutschein auch nur zum Bezug von den Waren und Dienstleistungen dieses einen Online-Händlers berechtigt. Das heißt, sogenannte Marketplaces, wo viele Fremdanbieter ihre Produkte verkaufen und man hat einen Gutschein für diese gesamte Plattform, dann wäre der Gutschein kein Sachbezug mehr. Die dritte Variante, das sehr begrenzte Waren- und Dienstleistungsspektrum, hier nennt das BMF als Beispiele Gutscheine für zum Beispiel nur den Personennah- und Fernverkehr einschließlich bestimmter Mobilitätsdienstleistungen wie Sharing-Dienste. Das heißt, ein Gutschein, der nur dieses Waren- oder Dienstleistungsspektrum abdeckt, wäre als Sachbezug zu werten. Gleiches gilt bei Fitnessleistungen oder Zeitungen und Zeitschriften zum Beispiel. Auf den vierten Teil, wie gesagt, gehen wir nicht näher ein. Die Folie kannst du gerne direkt überspringen. Dann haben Sie sie aber zu Hause nochmal zum Nachlesen. Genau. Welche Gutscheine und Geldkarten sind also nicht mehr begünstigt seit Anfang dieses Jahres? Zum einen Gutscheine für diese Marketplaces, die ich eben genannt habe, oder auch Gutscheine, die in einer Vielzahl von Akzeptanzstellen eingelöst werden können. Es gibt also keine Begrenzung auf ein bestimmtes Sortiment. Diese Gutscheine fallen auch nicht mehr darunter. Oder wenn diese Gutscheine oder Geldkarten eben nicht ausschließlich zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter auch
sich einfach den Wert dieses Gutscheins im Geschäft auszahlen lassen könnte. Oder wenn der Gutschein eine Bar-Auszahlungsfunktion hat, das heißt, da ist noch irgendwie eine IBAN hinterlegt oder die Karte kann für Überweisungen genutzt werden. Also man muss dann ganz individuell schauen, wofür berechtigt eigentlich dieser Gutschein oder diese Geldkarte, um zu prüfen, ob die Kriterien des ZAG erfüllt sind. Dann nennt der Gesetzgeber noch Geldsurrogate, die ebenfalls kein Sachbezug mehr sind. Hierunter sind solche Prepaid-Karten zu verstehen, die überregional und ohne Einschränkung auf die Produktpalette eingesetzt werden können. Wenn der Mitarbeiter also beispielsweise vom Arbeitgeber so eine Prepaid-Karte bekommt, die er grundsätzlich überall weltweit einlösen kann, der Arbeitgeber sagt aber, du darfst sie nur für den Treibstoff deines privaten PKWs nutzen, dann reicht diese arbeitsvertragliche Einschränkung hier nicht aus, um einen Sachbezug zu bekommen. Es liegt also weiterhin Barlohn vor. Ja, so viel erstmal zu den Gutscheinen und zu den Geldkarten. Der andere wichtige Punkt, der sich der Gesetzgeber überlegt hat, sind die eingangs erwähnten zweckgebundenen Geldleistungen und nachträgliche Kostenerstattungen, die nicht mehr als Sachbezug gelten. Bis Ende 2019 konnte der Arbeitgeber also noch sagen, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir hier 40 Euro, du kannst bei der nächsten Tankstelle tanken, reich mir die Rechnung ein. Dann war das bis Ende 2019 noch ein Sachbezug und konnte unter die 44 Euro Sachbezugsfreigrenze gepackt werden. Das gilt nicht mehr seit dem 01.01.20. Gleiches gilt bei nachträglichen Kostenerstattungen. Also der Arbeitgeber sagt, lieber Mitarbeiter, du kannst ruhig tanken für 40 Euro, reich mir die Rechnung ein, du kriegst den Betrag erstattet. In dem Fall lag eben auch noch ein Sachbezug vor, das ist jetzt ebenfalls gekippt worden. Die Fälle des Auslagenersatzes des Paragraph 3 Nummer 50 ESTG sind aber weiterhin anzuwenden. Also wenn der Mitarbeiter im Auftrag des Arbeitgebers quasi in Vorkasse getreten ist und lässt sich das hinterher erstatten. Um das Ganze abzugrenzen, wann wir eine nachträgliche Kostenerstattung haben und wann Auslagenersatz vorliegt, hat die Finanzverwaltung in ihrem BMF-Schreiben ausgeführt, dass immer dann, wenn das eigene Interesse des Mitarbeiters an dieser Ware oder Dienstleistung im Vordergrund steht, dann liegt eine nachträgliche Kostenerstattung vor. Liegt das Interesse des Arbeitgebers aber im Vordergrund und hat eben der Arbeitnehmer im Auftrag des Arbeitgebers quasi gehandelt, dann ist es Auslagenersatz nach 3 Nummer 50. Man muss sich also hier jeden Fall individuell angucken. Als Beispiel, wenn zum Beispiel ein Workshop stattfindet und es ist dann am Abend noch ein Rahmenprogramm, die Mitarbeiter gehen bowlen und einer der Mitarbeiter legt die Kosten aus für alle und zahlt die ganzen Kosten für die Bowlingbahn, für das Essen und reicht diese hinterher bei seinem Arbeitgeber im ganz normalen Auslagenerstattungsprozess ein und kriegt die erstattet. Dann liegt in dem Fall insgesamt für alle Teilnehmer trotzdem ein Sachbezug vor, weil der Mitarbeiter hier im Auftrag des Arbeitgebers gehandelt hat. Also dadurch, dass er für den Arbeitgeber hier in Vorkasse tritt, hebelt das nicht insgesamt den Sachbezug für das Event aus. Anders ist es zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter sagt, du kannst mit deiner Frau schön essen gehen, ich zahle das Ganze und der Mitarbeiter reicht die Rechnung hinterher ein, dann haben wir einen ganz klaren Fall der nachträglichen Kostenerstattung. Wenn der Arbeitgeber hier möchte, dass es ein Sachbezug ist, hätte er also entweder bei dem Restaurant einen Gutschein kaufen müssen, den der Mitarbeiter dann einlöst, oder der Arbeitgeber vereinbart mit dem Restaurant, dass die Rechnung direkt an den Arbeitgeber gestellt wird und der Arbeitgeber direkt den Betrag ans Restaurant überweist. Ja, warum ist diese Abgrenzung eigentlich so wichtig zwischen Barlohn und Sachlohn?
Zum einen hat das Ganze auch hinsichtlich der Bewertung Auswirkungen, aber auch auf den Zuflusszeitpunkt. Also wann ist eigentlich der Zeitpunkt der Versteuerung? Beim Barlohn liegt der Zeitpunkt in der Regel dann, wenn der Mitarbeiter auch die Erstattung bekommt, also im Zeitpunkt der Zahlung. Beim Sachlohn kann es aber auch dann zur Versteuerung kommen, wenn der Mitarbeiter die Leistung tatsächlich erst in Anspruch nimmt. Das heißt, man muss hier wirklich einzelfallbezogen sich das Ganze anschauen. Haben wir einen Sachbezug, dann können wir die eben schon genannte 50-Euro-Freigrenze nutzen für sonstige Zuwendungen, aber auch die 60-Euro-Freigrenze für Zuwendungen je persönlichen Anlass. Das gilt beim Barlohn nicht, muss aber nicht unbedingt was Schlechtes sein. Denn die Prüfung der monatlichen 50-Euro-Freigrenze ist mitarbeiterbezogen durchzuführen. Und das kann je nach Masse und je nach Aufwand durchaus auch administrativ sehr aufwendig werden. Darüber hinaus sind in die Sachbezugsfreigrenze alle Sachbezüge einzubeziehen, die der Mitarbeiter bekommt. Das heißt, gerade im Zusammenhang mit einem Mobilitätsbudget und wenn im Unternehmen schon viele Sachbezüge vorhanden sind, die dort reinlaufen und man ohnehin schon kurz vor dem Überschreiten der Grenze ist, ist es vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man eben einen Barlohn hat, der gar nicht in die 50-Euro-Freigrenze reinläuft und deswegen nebenher abgewickelt werden kann. Bei der Versteuerung, wenn wir einen Sachbezug haben, Bei der Versteuerung, wenn wir einen Sachbezug haben, können wir pauschalieren nach § 37b. Das geht beim Barlohn nicht. Da ist es eben individuell beim Mitarbeiter zu versteuern. Oder wenn der Arbeitgeber sagt, ich übernehme die Steuer für dich, dann hat eine Nettolohnhochrechnung zu erfolgen. Es gibt allerdings auch Vorschriften, die auch beim Barlohn anwendbar sind, ja, wie zum Beispiel die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 15, die wir uns dann jetzt im nächsten Teil, wenn wir uns die Mobilitätsformen und die steuerlichen Auswirkungen angucken, dass wir dann da auch mal näher reingehen. Genau. Der klassische Fall ist sicherlich der Firmenwagen, den ein Mitarbeiter bekommt. Also stellt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter einen Firmenwagen zur Verfügung und darf der Mitarbeiter den auch privat nutzen, dann ist es ein geldwerter Vorteil, der, Sie werden das sicherlich aus der Praxis kennen, ganz klassisch mit 1% des Bruttolistenpreises zu versteuern ist. Und kann der Mitarbeiter den Wagen auch noch für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen, dann hat hier die 0,03% Versteuerung des Bruttolistenpreises zu erfolgen. Es gibt da noch so ein paar Feinheiten wie eine Einzelbewertung oder auch die Nutzung eines Fahrtenbuchs. Da würde ich jetzt aber aufgrund der Zeit nicht näher eingehen. Das soll Ihnen ja nur einen kurzen Überblick verschaffen. Wichtig ist aber, wenn es sich um ein Elektrofahrzeug handelt oder ein Hybrid-Elektrofahrzeug, gibt es Besonderheiten bei der Ermittlung des Bruttolistenpreises. Der kann dann gegebenenfalls je nach Voraussetzungen halbiert oder sogar geviertelt werden. Ein anderes immer populärer werdendes Mobilitätsmodell ist das Dienstrad, was den Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden kann. Hier ist es im ersten Schritt wichtig zu unterscheiden, ist das Fahrrad als Kraftfahrzeug einzustufen oder nicht. Ein Kraftfahrzeug wäre es dann, wenn es mehr als 25 Stundenkilometer fährt, wenn wir eine Helmpflicht haben und auch ein Nummernschild und Versicherungspflicht besteht. Ist das der Fall, dann gelten die Grundsätze der Firmenwagenbesteuerung. Ist es ein ganz normales E-Bike oder ein ganz normales Fahrrad, dann muss geschaut werden, bekommt der Mitarbeiter das zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn überlassen. Das heißt, es verbleibt im Eigentum des Arbeitgebers. Dann kann das Fahrrad steuerfrei überlassen werden nach § 3 Nummer 37 ESTG. Ist es aber nicht zusätzlich, sondern es wird im Rahmen einer Gehaltsumwandlung überlassen, dann sind 1% der unverbindlichen Preisempfehlung zu versteuern. Wenn das Fahrrad seit dem 01.01.2020 überlassen wurde, ist auch nur eine Viertelung analog der E-Fahrzeuge anzusetzen.
Und da wir hier keinen Firmenwagen haben, ist auch die Versteuerung Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte zu unterbleiben. Ist das Fahrrad allerdings übereignet worden, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, das heißt, der Mitarbeiter bekommt es geschenkt, dann besteht die Möglichkeit, diesen geldwerten Vorteil mit 25% zu pauschalieren, was auch zur Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung führen würde. Das mal so als grober Überblick über die Dienstradbesteuerung. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wenn der Mitarbeiter ein eigenes Elektrofahrzeug hat, dass er dies auf dem Gelände des Arbeitgebers oder eines verbundenen Unternehmens auch betanken darf. Und wenn dies zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt, dann ist dieser geldwerte Vorteil auch nach § 3 Nummer 46 steuerfrei. Wichtig ist, das gilt nur für das Aufladen beim Arbeitgeber oder bei einem verbundenen Unternehmen. Nicht bei einem Dritten zum Beispiel oder auch nicht beim Aufladen beim Mitarbeiter zu Hause. Als Alternative kann der Arbeitgeber aber auch dem Mitarbeiter eine betriebliche Ladevorrichtung überlassen zeitweise. Das heißt, wieder sie bleibt im Eigentum des Arbeitgebers. Diese Überlassung wäre ebenfalls steuerfrei nach § 3 Nummer 46. Das gilt allerdings nicht für die ganze Ladeinfrastruktur, die gegebenenfalls beim Mitarbeiter zu Hause noch errichtet werden muss, damit er überhaupt die Ladesäule nutzen kann, und gilt auch nicht für den Ladestrom selbst. Schenkt der Arbeitgeber dem Mitarbeiter die Ladevorrichtung, besteht wiederum die Möglichkeit, das Ganze mit 25% zu pauschalieren. Und hier ist wichtig, noch zu wissen, dass es auch für Zuschüsse des Arbeitgebers gilt. Also hier haben wir gar kein Barlohn-Sachlohn-Thema, also auch Zuschüsse würden mit 25% pauschaliert werden können. In beiden Fällen muss allerdings die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Hat der Mitarbeiter einen Firmenwagen, dann kann er den natürlich auch zu Hause aufladen. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn der Mitarbeiter das Ganze mit Hilfe eines gesonderten Stromzählers irgendwie tracken kann, dass er nachweisen kann, was ist der betriebliche Nutzungsanteil und was ist der private, dann können die tatsächlichen Kosten des Mitarbeiters erstattet werden. Es können aber auch zur Vereinfachung die Pauschalen für den Ladestrom angesetzt werden. Die Pauschalen, nächste Folie bitte. Die Pauschalen, die richten sich danach einmal, ob es sich um ein reines Elektrofahrzeug handelt oder um ein Hybrid-Elektrofahrzeug und ob dem Mitarbeiter noch eine zusätzliche Lademöglichkeit beim Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird. Und wenn der Mitarbeiter eine Tankkarte von seinem Arbeitgeber bekommt, um an öffentlichen Stromtankstellen zu tanken, dann wird dies hinsichtlich der Höhe der Pauschalen, die zusätzlich noch gewährt werden können, als Lademöglichkeit beim Arbeitgeber gleichgesetzt. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch den eben schon ein paar Mal erwähnten § 3 Nummer 15 an, also die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Arbeitgeberleistungen für Fahrten des Mitarbeiters zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte im sogenannten Personenfernverkehr und alle Fahrten des Mitarbeiters im öffentlichen Personennahverkehr sind nach § 3 Nummer 15 steuer- und beitragsfrei. Und hier ist auch die Besonderheit, dass es hier kein Problem gibt mit der Abgrenzung, ob wir Barlohn oder Sachlohn haben, denn sowohl die Sachzuwendung, also wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter eine Fahrkarte überlässt oder eben die Barzuwendung, er bezuschusst das Ganze, der Mitarbeiter reicht seine Kosten ein und kriegt sie hinterher erstattet, fällt in die Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 15. Welche Aufwendungen sind hier begünstigt? Also im Grundsatz eigentlich sämtliche Fahrberechtigungen oder Fahrkarten, die es für den öffentlichen, für öffentliche Verkehrsmittel gibt, sei es Einzel- oder Mehrfahrtenscheine, Zeitkarten oder wie die Bahncard, egal ob 25, 50 oder 100, fallen hier drunter. Es ist auch unschädlich, wenn die Tickets es ermöglichen, dass auch andere Personen mitgenommen werden können. Also hier muss man nicht anfangen, das irgendwie
für den Mitarbeiter auseinander zu klamüsern. Also das ist im BMF-Schreiben auch extra so geregelt, dass das nicht zu Problemen führt. Genauso die Übertragbarkeit auf andere Personen, was ja auch manche Tickets ermöglichen. Ja, welche Fahrten sind begünstigt? Und da wird es eben spannend. Wir haben einmal den Personenfernverkehr und hierzu zählen nur die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Das heißt, Privatfahrten sind grundsätzlich steuerpflichtig, wenn sie im Personenfernverkehr durchgeführt werden. Zum Personenfernverkehr zählen alle Fernzüge der Deutschen Bahn, aber auch vergleichbare Hochgeschwindigkeitszüge wie zum Beispiel der TGV oder der Thalys. Und hier ist wichtig, dass der Mitarbeiter noch in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis des Arbeitgebers besteht. Auf der anderen Seite haben wir den Personennahverkehr. Was zählt dazu? Da macht es sich die Finanzverwaltung einfach und sagt, eigentlich alles, was nicht Fernverkehr ist, ist Nahverkehr. Und hier sind alle Fahrten des Mitarbeiters begünstigt. Das heißt, sowohl die reine Privatfahrt am Wochenende oder nach der Arbeit oder im Urlaub, wann auch immer, und auch die Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Und diese Steuerbefreiung setzt nicht voraus, dass ein Mitarbeiter noch in einem aktiven Beschäftigungsverhältnis steht. Das Taxi hat auch für viel Aufruhr gesorgt in der Praxis, wird allerdings von der Finanzverwaltung hier ganz klar nicht als öffentliches Verkehrsmittel angesehen, es sei denn, man ist im Linienverkehr quasi damit unterwegs, wenn das Taxi als Ergänzung oder Ersatz für andere öffentliche Verkehrsmittel eingesetzt wird und das Taxi dann auch von der Fahrkarte direkt mit umfasst ist oder gegen einen kleinen Aufpreis genutzt werden darf. Das alltägliche Taxi im Gelegenheitsverkehr ist nicht von der Steuerbefreiung begünstigt und ist deswegen ganz normal individuell zu versteuern. Das Gleiche gilt für konkret angemietete Busse oder Bahnen und auch für Flugzeuge. Und eben auch solche Sharing-Dienste wie Car, Bike oder Scooter-Sharing zählen laut Finanzverwaltung ebenfalls nicht zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und sind nicht nach 3 Nummer 15 begünstigt. Wie setzt man das Ganze um? In der Gehaltsabrechnung und in der Lohnsteuerbescheinigung, das Ganze muss ausgewiesen werden, und zwar in der Zeile 17 der Lohnsteuerbescheinigung. Und warum? Weil alles, was steuerfrei nach 3 Nummer 15 vom Arbeitgeber erstattet wird, ist auf die Werbungskosten des Mitarbeiters in der Einkommensteuererklärung anzurechnen. Und das gilt sowohl für die Zuschüsse für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte, als auch für reine Privatfahrten. Und es ist auch unerheblich, ob der Arbeitgeber das Ticket direkt zur Verfügung stellt oder das Ganze bezuschusst. In allen Fällen ist ein Ausweis in der Lohnsteuerbescheinigung verpflichtend. Und als Alternative zum Paragraph 3 Nummer 15 ist die Pauschalierung mit 25% eingeführt worden, zuzüglich noch Solidaritätszuschlag und pauschaler Kirchensteuer. Das heißt, der Arbeitgeber kann sich auch überlegen, anstelle der Steuerfreiheit das Ganze zu pauschalieren. Die Prüfung ist allerdings identisch. Das heißt, im ersten Schritt müssen die Voraussetzungen des 3 Nummer 15 gegeben sein, mit einer kleinen Unterscheidung. Wir haben dann bei der Pauschalierung keine Zusätzlichkeit. Der 3 Nummer 15 setzt die Zusätzlichkeit voraus, die Pauschalierung aber nicht. Das heißt, auch bei Gehaltsumwandlungsfällen wäre das möglich. Der Vorteil bei der Pauschalierung ist, dass es für den Mitarbeiter eben nicht auf die Entfernungspauschale angerechnet wird und deswegen auch nicht in der Lohnsteuerbescheinigung in der entsprechenden Zeile auszuweisen ist. Und abschließend noch, die Pauschalierung führt nicht zur Beitragspflicht in der Sozialversicherung. Das heißt, wie auch andere Pauschalierungsvorschriften, die im Paragraph 40 genannt sind, ist das Ganze beitragsfrei zu behandeln.
Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, Sie konnten trotz des schnellen Galopps einmal durch die doch recht komplexen Steuerthemen einiges mitgeben. Und dann würde ich das Wort wieder an euch übergeben und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Janina, vielen lieben Dank für diese Kurzexkurs. Ich weiß, dass praktisch jedem dieser Themen ein eigenes Webinar auch gerne machen würdest. Genau, für all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht auf Anhieb bei allem durchsteigen konnten oder die mit dem Screenshot machen nicht hinterhergekommen sind, kann ich beruhigen, dass wir die Folien Ihnen im Nachhinein zur Verfügung stellen. Dementsprechend hatte Janina sie ja auch informativ umfangreich gestaltet und genau, dann können Sie das sich heute Abend in Ruhe durchlesen. Es kamen schon ein paar weitere Fragen rein, teilweise auch zur praktischen Umsetzung. Und ich glaube, bevor wir die hier einzeln stellen, gebe ich direkt an dich ab, Nicola. Ich denke, du kannst da schon einige vorwegnehmen. Sie haben jetzt die Grundlagen zum Mobilitätssteuerrecht gelernt und ja, lernen jetzt, wie Sie es dann umsetzen können, mit welchen vielleicht Vor- und Nachteilen. Also übergebe ich sehr gerne an dich, Nicola. Danke, Leander. Du darfst gleich auf die nächste Folie gehen. Ja, erstmal danke, Janina. Ich mag das Thema ja sehr gerne, das weißt du. Ich finde das schön, dass das so nerdy ist. Und am Ende des Tages ist es ja auch wirklich ganz klar. Ja? Also wenn Sie jetzt eine leichte Überforderung spüren, dann sind Sie nicht alleine. Und bitte legen Sie jetzt auch nicht auf und gehen nicht aus dem Webinar raus, sondern wir versuchen jetzt mit dem Mobilitätsbudget wieder das Fragezeichen auf den Kopf zu bringen und auch ein bisschen Klarheit dafür zu sorgen, wie man eben auch mit einer Softwarelösung, die wir mit Mobico bieten, genau in diesem Steuerdschungel praktisch das wieder in den Griff kriegt. Deswegen die einfache Frage, wenn Sie sich jetzt fragen, okay, wie sollen wir da jetzt durchsteigen, dann tatsächlich ein Mobilitätsbudget nutzen, weil genau der Sinn von Mobilitätsbudget-Anbietern und Lösungen ist es eben, tatsächlich den kompletten digitalen Prozess abzubilden, eine Software anzubieten, wo der Arbeitgeber eben ein Budget formulieren, abrechnen und aber tatsächlich auch steuerkonform natürlich auch im Griff hat. Also wir kümmern uns um den Rest. Genau. Und Leander, wenn du auf die nächste Folie gehst, dann sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz, warum eben jetzt ein Mobilitätsbudget sinnvoll ist einzuführen. Es gibt da einen Haufen Gründe, was wir natürlich im Steuerrechtlichen ganz explizit anschauen und das hatte Janina ja schon von Anfang an besprochen, ist der einfache und sehr wichtige Grund, dass ich Lohnnebenkosten reduzieren und natürlich auch Nettoauszahlung erhöhen kann. Also ich möchte erreichen, dass es immer besser ist als eine Gehaltserhöhung. Das ist natürlich ganz klar, das ist das Ziel von Mobilitätsbudgets und aber auch natürlich, dass ich mit einem Mobilitätsbudget individuelle Mobilitätsbedürfnisse von meinen Mitarbeitenden abfangen kann. Wir haben mittlerweile unglaublich viele Mobilitätsalternativen auf den deutschen Straßen. Und da wird natürlich auch das ein oder andere laut formuliert von den Mitarbeitenden, die eben ganz unterschiedliche Sachen nutzen möchten. Und das schaffe ich eben auch mit einem Budget abzufangen. Gleichzeitig wollen wir nachhaltige Mobilität ganz stark fördern. Und das kann ich eben auch mit sehr smarten Incentivierungslösungen, wie wir die auch bei Mobico nutzen. Und es geht natürlich auch darum, dass Sie einen Ort haben, an dem alles stattfindet, sprich wo Mobilitätsbudgets konfiguriert werden, wo Mitarbeiter verwaltet werden und wo natürlich auch dann die korrekte Abrechnung dieser Budgets stattfindet. Am Ende des Tages wollen wir Prozessaufwände minimieren. Wir wollen die freischaufeln, die sehr stark eh schon belastet sind, sprich wir wollen die Lohnabrechnung, die HR-Abteilung, Mobility Management dementsprechend natürlich auch wieder Arbeit abnehmen. Genau, das Mobilitätsbudget von Mobico, wie funktioniert das auch nochmal ganz kurz gesagt, nicht jeder hier in der Runde weiß das vielleicht und gerade hinter den oft genannten Begriffen Barlohn, Sachlohn ist es ganz wichtig, Mobico erstmal einzuordnen. Mobilitätsbudgets, wie es heute am Markt gibt, sind nicht alle über den Kamm zu scheren, also es gibt unterschiedlichste Konzepte, wir sind mit Mobico ein Konzept der Rückerstattung. Unsere Mobilitätsbudgets werden über das Gehalt rückerstattet, sprich der Mitarbeiter bekommt eben die Ausgaben innerhalb seines Budgets, die er beim Mobilitätsbudget von Mobico geltend gemacht hat, übers Gehalt rückerstattet. Die Rückerstattung, wer aufgepasst hat, darf keine Sachzuwendung sein, sondern ist ein Barlohn. Das ist ganz klar, wir sind mit Mobico ein Barlohn und dürfen uns verschiedenster Steuerbefreiungen und Optimierungen bedienen. Wir sind gar nicht so traurig, dass wir kein Sachlohn mehr sind. Also wir starteten damals auch mit Sachlohnmodulen, haben uns aber natürlich von WTS sehr gut beraten lassen und sind jetzt mit Mobico da kein Sachlohn mehr.
Es wird einfach natürlich auch in Unternehmen andere Benefits über den Sachlohn abgebildet. Janina hat das schon auch erklärt, 50 Euro sind gar nicht mal so viel. Wenn die mit anderen Benefits schon genutzt werden, dann muss man sich bei Mobico nicht drum kümmern, wenn man das auch noch einführt, weil wir eben diesen Sachlohn nicht tangieren. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Sprich, wenn Sie Mobico einführen möchten, dann reden wir erstmal mit Ihnen, um überhaupt mal die Zielstellung herauszufinden. Sprich, was wollen Sie erreichen? Was sind die Ziele vom Unternehmen? Was können wir mit Mobico beisteuern? Dann haben wir einen klassischen Firmenaccount. In dem Firmenaccount definieren wir zusammen Ihre Mobilitätsstrategie, sprich, welches Mobilitätsbudget in welcher Ausgestaltung soll welche Mitarbeiterzielgruppe bekommen. Und vor allem auch wird das ganze Steuerrechtliche im Account festgehalten. Also welches Lohnabrechnungssystem nutzen Sie? Welche Steuerkonfiguration werden wir verwenden? Welche Bezuschussungen wollen Sie gegebenenfalls auch den Mitarbeitern erlauben? Wenn dann der Mitarbeiter zur Nutzung eingeladen wird, registriert er sich ganz normal, bekommt Zugang zur Mobico-App oder zur Web-App und legt dann los. Sprich, innerhalb seines Budgets darf der Mitarbeiter dann ganz frei wählen, welche Mobilität er nutzen möchte. Sei es der Fernverkehr, Nahverkehr, Sharing, Mietwagen, Tanken. Das entscheiden am Ende des Tages auch erstmal als Arbeitgeber Sie selbst, weil Sie natürlich auch eine Strategie haben im Hinterkopf. Mobico ist anbieterunabhängig. Das bedeutet, jeglicher Anbieter kann verwendet werden, weil Mobico mit der Rechnung für den Nutzer anfängt. Das bedeutet, der Mitarbeiter nutzt Mobilität, zahlt dafür, bekommt die Rechnung und die Rechnung reicht er dann bei Mobico ein über die App oder über die Web-App. Und unser Algorithmus nimmt dann im Hintergrund auf, welches Budget hat der Mitarbeiter, was hat der genutzt, war das auf dem Arbeitsweg, im Privaten, welche Mobilitätsform. Und je nachdem, was der Mitarbeiter genutzt hat, kann es eben sein, dass es eine Steuerbefreiung, Optimierung oder aber auch steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegt. Genau, der Account wird dann am Ende des Monats automatisch eine Erstattungsdatei generieren, die auf Ihr Lohnabrechnungssystem ausgerichtet ist. Und dementsprechend kann diese Datei dann im Lohnabrechnungssystem einfach mit dem Lohnlauf hochgeladen werden. Und das Abrechnungssystem versteht automatisch, welcher Mitarbeiter welchen Betrag in welcher Versteuerung rückerstattet bekommt. So, jetzt haben wir 2018 war das. Da sind wir mit dem Piloten in den deutschen Markt gestartet. 2019 dann wirklich live das Produkt eingeführt. Wir sind mit einer kleinen Wette gestartet und haben uns gesagt, okay, wenn wir jetzt einen Strauß an Mobilität anbieten wollen, dann denken wir, dass wir durch die steuerrechtlichen Incentivierungsmöglichkeiten, die es gibt, wir Mitarbeiter auch zu nachhaltiger Mobilität bewegen können. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir wollen ganz dediziert drauf gucken, was der Mitarbeiter nutzt und dafür die beste Versteuerung finden, wenn es die denn gibt. Deswegen eben auch die Rückerstattungslogik, dass wir nicht einfach über irgendwas drüber pauschalieren, sondern wirklich reingucken können, was nutzt der Mitarbeiter, gibt es hier eine Steuerbefreiung, kann ich den Mitarbeiter in seiner Auszahlung optimieren und auch natürlich im nachhaltigen Fortbewegen incentivieren. Die Wette, glaube ich, hat ganz gut funktioniert, weil wenn wir uns jetzt die Grafik anschauen, dann ist das der Modalsplit unserer Nutzer über die letzten 2 Jahre hinweg. Man sieht ganz schöne Dips, das sind immer die Covid-Lockdown-Dips, die wir hoffentlich in der Zukunft nicht mehr haben werden. Bedeutet, dass wir im unteren grünen Bereich sehen können, dass das die Mobilität ist, die steuerfrei rückerstattet werden kann. Also wir haben wirklich eine fast über 50-prozentige Nutzung innerhalb der Budgets über all unsere Nutzer hinweg für steuerfreie Mobilität, weil der Mitarbeiter natürlich monetär belohnt wird. Er bekommt hier alles rückerstattet, wenn er sich für diese Mobilität entscheidet. Dieser hellgrüne Bereich ist für uns irgendwo auch ein lohnenswerter Bereich. Das sind Sharing-Angebote, das ist teilweise auch E-Laden im Privaten. Die sind so im deutschen Steuerrecht noch nicht begünstigt. Man kann aber natürlich auch, Janina hat es vorhin schon angesprochen, selber so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen und zum Beispiel mit der Netto-Lohnhochrechnung die Versteuerung übernehmen für den Mitarbeitenden und dementsprechend eine weitere Incentivierung schaffen, dass der Nutzer vielleicht noch weitere klimafreundliche Mobilität nutzt. Wenn du auf die nächste Folie gehst, wollen wir uns jetzt ganz konkret 3 Anwendungsfälle anschauen. Das sind so unsere Haupt-Use-Cases, die wir bei Mobico sehen. Einmal die Alternative zum Jobticket, also ein wirkliches ÖPNV-Budget. Dann klassischer Benefit, also wo ich den Mitarbeitenden ganz viele Mobilität anbiete. Und dann aber auch, was ein sehr relevanter Case ist, ist das Dienstwagen-Alternativ- und Downsizing-Szenario für eine ja doch bestimmte Zielgruppe, den Dienstwagenfahrer.
So, jetzt wird es etwas zahlenbasierter und das wollen wir ja auch erreichen. Sprich, wir wollen einfach wirklich harte Fakten liefern. Was passiert, wenn ich jetzt ein Mobilitätsbudget einführe versus ich gebe dem einfach eine Bruttoauszahlung den Mitarbeitenden? Wir sehen auf der linken Seite die Merkmale des Mitarbeiters und da eben auch, das habe ich natürlich gelernt, das kann man niemals pauschal aussagen. Also jeder Mitarbeiter bringt seine eigenen Merkmale mit. Und auch solche Kalkulationen jagen wir tatsächlich durch DATEV, weil wir das nicht einfach irgendwie in der Excel ausrechnen können, sondern man muss da natürlich einfach mal die ganzen Merkmale berücksichtigen. Sprich, wir schauen uns hier an, was passiert, wenn ich einem Mitarbeitenden ein 100 € Mobico ÖPNV-Budget gebe. Das darf er für die komplette steuerfreie personennah- und teilweise auch auf Fernverkehrsmobilität nutzen. Deutschlandweit ist der Vorteil, sprich ein Jobticket ist ja ganz oft zwischen Wohnort und erster Tätigkeitsstätte beschränkt. Hier mit dem ÖPNV-Budget nutzt der Mitarbeiter deutschlandweit personennah- und Fernverkehr, reicht sein Ticket ein, bekommt das steuerfrei rückerstattet. Und da sieht man auf der rechten Seite ganz schön, dass wenn ich ihm dem Mitarbeiter 100 € brutto auszahlen würde, würde er mit den Steuermerkmalen, die Sie auf der linken Seite sehen, 47 € bekommen. Das überrascht uns in Deutschland nicht. Wenn er das mit Mobico rückerstattet bekommt, seine ÖPNV-Ausgaben, dann ist das steuer- und sozialabgabenfrei, sprich er bekommt die 100 € auch wirklich wieder zurückgezahlt. Dementsprechend natürlich kriegt er für sein Geld ganz schön viel und kann sehr viel von seinen Mobilitätsausgaben auch begleichen. Für den Arbeitgeber macht sich das vor allem bemerkbar in der Reduktion der Lohnnebenkosten, dadurch, dass eben die steuerfreie und sozialabgabenfreie Mobilität genutzt wird. Logischerweise ist ein großer Balken immer noch da, weil der Mitarbeiter ein Budget bekommt, also die 100 €. Und eigentlich wäre hier sogar eine 100% Reduktion natürlich das Logische, aber wir müssen ja auch was verdienen, sprich da ist die Mobico-Gebühr reingerechnet für das ÖPNV-Budget, das wollen wir natürlich nicht totschweigen. Deswegen hier an der Stelle eben eine Reduktion um 86% bei ÖPNV. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, dann wird es ein bisschen diffiziler. Das ist unser klassischer Benefit, Mobilitätsbenefit sozusagen, wo ich wirklich als Arbeitgeber sage, hey, meine Mitarbeitenden haben so viele unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine kommt mit einem Carsharing, der andere braucht eine Monatskarte, der dritte pendelt von München nach Augsburg die ganze Zeit. Dann bin ich wahrscheinlich mit so einem sehr freien Mobilitätsbudget ein bisschen besser unterwegs. Hier kann ich dann auch, wenn ich zum Beispiel mehrere Standorte in Deutschland habe, einfach ein Tool oder ein Angebot einführen, was schön mitwächst mit dem Unternehmen, wo ich nicht irgendwie Rahmenverträge abschließen muss, sondern jeder Mitarbeiter nutzt das, wie er braucht. Genau, wir gehen hier in dem Beispiel davon aus, dass der Mitarbeiter 150 € bekommt diesmal und der Mitarbeiter natürlich jetzt hier das Budget ganz anders nutzen kann. Also wir haben jetzt hier plötzlich nicht nur steuerfreie Mobilität, die der Mitarbeiter nutzt, sondern auch steuerpflichtige Mobilität. Janina hat das schon angesprochen. Taxi war ein Beispiel, Carsharing war ein Beispiel. Das sind Mobilitätsformen im Barlohn, die vom deutschen Steuerrecht jetzt nicht über eine Steuerbefreiung irgendwie begünstigt werden, sondern das ist ein ganz klassischer steuerpflichtiger Betrag, den der Mitarbeiter auch dementsprechend ganz normal versteuern muss. Es sei denn, der Arbeitgeber übernimmt diese Steueranteile mit der Nettolohnhochrechnung. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Szenarien anschaut, dann gehen wir einmal von einem 50-50%-Szenario aus, also 50% für steuerfreie Mobilität, 50% für steuerpflichtige und dann skalieren wir das immer ein bisschen höher und sagen, am Ende nutzt er sogar 100% für steuerfreie Mobilität. Wir sehen ganz schön, sobald er schon 50% steuerfreie Mobilität nutzt, erhöht sich die Auszahlung für den Mitarbeiter schon um ganz schön viel logischerweise. Und für den Arbeitgeber reduziert sich das auch. Und wenn ich da dementsprechend ja auch die Mitarbeiterzahl dahinter klemme und mal hochrechne im ersten Case, sieht das jetzt erstmal für die Lohnnebenkostenreduktion nicht dramatisch aus. Aber wenn ich das mal meine 150 Mitarbeiter mache und dann eben aufs Jahr gerechnet, kann ich mir dann eben allein durch die Nutzung von Mobico schon mal 15.000 € sparen. Also das schaffe ich als Arbeitgeber natürlich auch, indem ich hier eine Kostenersparnis bekomme und gleichzeitig natürlich Mitarbeiter über Mobilitätsbudget für nachhaltige Mobilität auch dementsprechend begeistern und incentivieren kann. Logischerweise wird das nach rechts hin immer mehr in der Nettoauszahlung für den Mitarbeiter und in den Lohnnebenkosten immer geringer für den Arbeitgeber. Entsprechend ist auch hier unsere Gebühr eingerechnet, die bei dem großen Produkt ein bisschen teurer ist als bei dem kleinen Produkt. Genau.
Auch hier vielleicht sei es nochmal gesagt, einfach der Zeit geschuldet wollen wir oder versuche ich jetzt ein bisschen auch durchzugaloppieren. Die Folien gibt es danach im Nachgang, sprich da gerne einfach auch nochmal ein bisschen länger mit auseinandersetzen. Genau. Hier jetzt das Beispiel Mobico als Alternative zum Dienstwagen. Das ist sicherlich ein sehr spezielles Beispiel und was auch in Deutschland, würde ich mal behaupten, noch gar nicht so lange die Denkweise gibt. Wir sind natürlich in Deutschland ein sehr starkes Dienstwagenland. Wir haben schöne Inzentivierungen für Dienstwägen. Das braucht man nicht wegdiskutieren. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein sehr bewährtes und bekanntes Mittel, um Mitarbeitende mit Mobilität zu versorgen. Nichtsdestotrotz passiert das jetzt immer häufiger, dass sich Unternehmen zum einen damit konfrontiert sehen, dass der Mitarbeiter von sich aus sagt, ich will den Dienstwagen nicht. Ich brauche den nicht und ich sehe da auch ehrlich gesagt nicht meine nachhaltige Mobilität drinnen. Oder auch der Arbeitgeber sagt, ich hätte gerne eine Reduktion meiner Flotte, die sich gerade so ein bisschen erhöht hat in den letzten Jahren, weil es natürlich auch zukünftig mit der CO2-Bepreisung einfach auch zum Kostenblock für ein Unternehmen wird, was ich eventuell so nicht mehr haben möchte und vielleicht auch nicht brauche, weil der Mitarbeiter sogar vielleicht von sich aus umsteigen kann. Hier sehen wir ein Beispiel mit einem deutlich höheren Bruttojahresgehalt. Das bildet natürlich so ein bisschen natürlich auch das ab, dass der Dienstwagenberechtigte häufig in Deutschland einfach ein besser verdienender Person ist und das Mobilitätsbudget ist auch deutlich höher. Oftmals wird das einfach übersetzt im Sinne von, das hattest du davor als Leasingrate, jetzt bekommst du ein Budget. Man sieht wieder das Mobilitätsverhalten. Ich habe hier so einen München-Augsburg-Pendler reingenommen. Wir kennen hier das in München auch mit den Ingolstädtern, wenn die dann irgendwie zu Audi müssen. Viele davon fahren super gerne mit dem Zug, sprich das ist kein so abwegiges Szenario logischerweise und dementsprechend habe ich aber auch in dem Szenario einen Mitarbeiter, der sich ein Auto-Abo holt für 6 Monate, weil er sagt, okay, ich brauche trotzdem noch irgendwie 6 Monate lang ein Auto, ich hole mir einfach persönlich ein Auto-Abo. Wenn ich das übersetze, was bedeutet das ganz konkret, wenn ich es wieder vergleiche mit einer 800 € Bruttogehaltserhöhung, dann bedeutet das in dem Mobilitätsverhalten mit den Merkmalen, für den Mitarbeiter, dass es eine Erhöhung um 51% gibt von der Nettoauszahlung. Das ist am Ende des Tages für den Mitarbeiter bedeutet das, dass der einfach natürlich einen höheren Geldbetrag bekommt, um seiner Mobilität, seinen Kosten praktisch gerecht zu werden. Für den Arbeitgeber gestaltet sich das jetzt ein bisschen anders als auf den Folien davor. Dadurch, dass der Mitarbeitende über der Beitragsbemessungsgrenze ist, habe ich hier als Arbeitgeber nicht mal irgendeine Lohnnebenkostenreduktion. Sprich, aus der Sicht würde sich das sogar vielleicht gar nicht lohnen. Das bedeutet sogar eine leichte Erhöhung, weil ich Mobico bezahlen muss. Sprich, die Lohnnebenkosten erhöhen sich sogar in dem Fall leicht. Aber man darf natürlich nicht vernachlässigen, dass sich die Arbeitgebergesamtkosten stark reduzieren, weil der Wagen einfach wegfällt. Also es gibt in dem Fall den Dienstwagen nicht mehr, der beim Arbeitgeber betreut werden muss, der eventuell ja, gepflegt, Reparaturen, Tankkosten, die ins Unermessliche gehen. Das gibt es eben so beim Arbeitgeber nicht mehr, weil der Mitarbeiter sich explizit gegen einen Dienstwagen entschieden hat. Das Fass habe ich gar nicht erst aufgemacht, um das alles gegenzurechnen, was es bedeutet, wenn so ein Dienstwagen von 3 Jahren wegfällt. Das ist tatsächlich einfach eine sehr individuelle Kalkulation. Ich glaube, Quintessenz ist auch hier wiederum, dem Mitarbeiter nicht einfach plump eine Car-Allowance zu zahlen, wo er dann tatsächlich einfach nur knapp 400 € bekommt, sondern ihm die Chance zu geben, durch sein Mobilitätsverhalten eine deutlich höhere Nettoauszahlung zu erreichen. Wenn du auf die nächste Folie gehst, Leander. Genau. Das ist jetzt nochmal tatsächlich auch so ein Stück weit ein Ausblick, wo wir uns letzter Zeit mit Mobico hinentwickelt haben. Wir sind mit einer ja, klassischen Benefit-Lösung gestartet, haben aber natürlich gemerkt, dass da noch ein bisschen mehr geht. Und wir haben in Mobico es mittlerweile auch so eingerichtet, dass sie eben auch noch ganz viel weitere Mobilitätsangebote, die bei Ihnen vielleicht schon bestehen, auch in dieses Budget reinrechnen können. Das bedeutet, dass es natürlich auch zum Beispiel den Use Case gibt, dass es zum Dienstwagen Downsizing genutzt wird. Das ist nicht so der ganz krasse Fall, dass jemand auf ein Fahrzeug verzichtet, sondern dass ich einfach dem Mitarbeiter ein Stück weit die Verantwortung für seine Mobilität zurückspiele und sage, du bekommst ein 800 € Budget, du musst dich nicht für den SUV entscheiden, sondern du entscheidest dich halt vielleicht für den Polo, hast immer noch ein Fahrzeug von uns gestellt bekommen. Aber die Differenz der Arbeitgeberkosten zu deinem Budget sozusagen, die darfst du für andere Mobilität benutzen. Und dementsprechend kann man da natürlich die Mitarbeiter auch wieder ein Stück weit einfangen und auch zur nachhaltigen Mobilität incentivieren. Genau, gleiches gilt für weitere Möglichkeiten wie Jobrad, Jobticket, Bahnkarten, die ich eben auch hinterlegen kann, die ich vielleicht auf anderen Wege den Mitarbeiter schon anbiete.
Zusätzlich haben wir so, das nenne ich so ein bisschen E-Push immer, das passiert ja gerade viel in den Flotten, dass die dienstwagenberechtigten Mitarbeiter natürlich eher auf E-Fahrzeuge umsteigen sollen. Auch hier hat die Janina das schon angesprochen, mit Mobico können wir mittlerweile auch die Bezuschussung von der Ladevorrichtung abrechnen. Also der Mitarbeiter kann sich zu Hause privat eine Wallbox installieren, die Kosten einreichen und die über sein Budget rückerstattet bekommen. Oder aber auch der Firmenwagenberechtigte eben kann die Ladepauschale gezahlt bekommen oder eben die tatsächlich angefallenen Ladekosten. All das ist mit Mobico mittlerweile möglich, weil wir genau diese Schnittstelle besetzen und wissen, dass es für den Arbeitgeber einfach gar nicht so einfach ist, Mobilität zu managen, Überblick zu behalten und das vor allem auch richtig abzurechnen. Und da kommt dann eben Mobico ins Spiel, um genau das Thema dann wirklich aufzugreifen, zu managen und somit eben die Prozesse im Unternehmen schlank zu halten. Am Ende des Tages geht es uns und aber auch Ihnen darum, verantwortungsbewusstes Mobilitätsverhalten zu fördern. Logischerweise versuchen wir im Unternehmen natürlich auch Mobilitätsprozess, Steuer, Lohnkosten zu reduzieren. Und es muss natürlich am Ende des Tages auch ein rechtssicheres Tool sein, was für Sie eben die steuerkonforme Abrechnung übernimmt. Ansonsten würde das alles keinen großen Spaß machen. So, ich würde sagen, Punkt Landung, Leander. Ich bin fertig. Vielen Dank. The stage is yours again. Ja, auch an dich natürlich ein Dankeschön für deinen Vortrag und die ganzen Einblicke in, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Es gab auch ein paar Fragen und ich freue mich, dass ich praktisch eine auch direkt selber praktisch beantworten kann, um hier auch noch was beizutragen. Mhm. Und zwar bei dem ganzen Thema mit den Unterscheidungen zum Arbeitsweg und Nicht-Arbeitsweg, also gerade bei der Fernfahrten-Thematik kam die Frage auf, wie das dann überhaupt dann erfasst wird bei Mobico und dem Mobilitätsbudget. Und dann kann ich sagen, dass es ja praktisch einfach bei der Eingabemaske, beim Einreichen einer Ausgabe abgefragt wird, hey, war das eine Fahrt von deinem Arbeitsweg oder war das eine Fahrt in deiner Freizeit? Und so geht es jetzt auch gar nicht darum, irgendwo festzustellen, wo hier jeder... Leander, du bist gerade weg, zumindest in meinen Ohren. Ich beende mal Leanders Satz. Es geht nicht darum, jemanden zu überwachen, wie er unterwegs ist, sondern tatsächlich der Mitarbeiter erfasst das mit Mobico dementsprechend auch bei der Ausgabe und weiß dann oder gibt an, das war mein Arbeitsweg oder das war mein Privatfahrt. Und dementsprechend kann das dann eben auch der Algorithmus gut einordnen am Ende des Tages. 1A Teamwork. Da bist du wieder. Ja, 1A Teamwork. Das ist natürlich auch ein unglücklicher Zeitpunkt gewesen. aber eine Frage noch an dich, wie denn zum Beispiel so typische Mobilitätsbudgethöhen dann aussehen? Also du hast ja den Dienstwagen-Case auch nochmal ausgeführt, aber jetzt einfach mal so ohne den Dienstwagen-Standard. Ja, genau, die Frage hören wir sehr oft, deswegen auch, glaube ich, in dem Webinar relevant. Das hängt wirklich ganz stark vom Use-Case ab. Wir sehen beim Benefit und beim ÖPNV-Ersatz sozusagen, sehen wir so Budgets zwischen 40 bis 120, 150 Euro pro Mitarbeiter pro Monat, hängt man auch gerne an den monatlichen ÖPNV-Kosten. Also wenn das jetzt hier in München zum Beispiel kostet, das irgendwie 55 Euro und dann ist das natürlich ein schönes Budget auch für die monatliche Mobilität. Beim Dienstwagen sprechen wir von ganz anderen Höhen. Also wenn es da um Alternativ oder um Downsizing geht, dann sind wir schon in mehreren 100 Euro unterwegs. Mhm. Super, danke dir. Und dann vielleicht noch eine Frage, Janina, an dich. Jetzt, wenn ich gerade kurz weggescrollt, gib mir einen Moment. Ah ja, und zwar, ob es bei diesen ganzen steuerrechtlichen Regelungen irgendwelche Unterschiede gäbe. Also, vielleicht lese ich es einfach genauso vor, wie es gefragt wurde. Gibt es bezüglich steuerrechtlicher Aspekte und Mobilitätsbudget Besonderheiten für Behörden, also sowas wie kommunale Ebene, im Vergleich jetzt zu Unternehmen der freien Wirtschaft? Die sind mir nicht bekannt, dass es da Unterschiede gibt. Nee. Also da würde ich sagen, sind die Grundsätze genauso zu prüfen, egal auf welcher Ebene man sich da befindet. Ja. Ich meine auch, dass, ich glaube, die Stadt Bremen oder sowas in irgendwas mit Bremen, die sind bereits bei der Umsetzung weg vom Dienstwagen hin zum Mobilitätsbudget. Aber ja, genau. Gelten keine unterschiedlichen Regelungen. Genau. Okay. Und was wäre jetzt, wenn sich hier irgendwie die Regelungen nochmal ändern? Also vielleicht Nicola an dich, wie würde sowas in der Umsetzung dann aussehen? Ja, also die Janina ist ja Gott sei Dank am Puls der Zeit. Also sie kriegt das immer schon vorher mit, wenn sich irgendwas tut oder WTS grundsätzlich oder Lohnsteuerberater logischerweise auch grundsätzlich ist ja ihr Fachgebiet.
sind am Puls der Zeit, wissen, wenn sich da was tut, wenn da schon irgendwas gebraut wird. Und dementsprechend haben wir schon vor Jahren genau diese Beziehung aufgebaut, dass wir sofort natürlich informiert werden auch und dementsprechend im Loop gehalten werden. Und das wird dann sofort im Algorithmus umgesetzt. Also wird einfach nachgezogen und dementsprechend ist es dann auch verfügbar für unsere Kunden. War ja auch beim Thema Sachbezug, Barlohn, habt ihr ja auch sehr schnell reagiert. Genau. Genau, wunderbar. Dann, ich kann nur sehr viele Danksagungen, die hier auch reinkommen, an euch beide weitergeben. Danke für eure Vorträge, dass ihr auch euer Wissen geteilt habt. Und genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr beide heute da wart. Kann an die Zuschauer gerichtet mich auch nur nochmal bedanken für ihr Interesse. Für weitere Infos kann man dann auch mit uns zum Beispiel in Kontakt treten. Man findet uns auf LinkedIn, Instagram, unsere Webseite hat viele Infos und natürlich kriegen Sie die Slides im Anschluss zugeschickt. Dann möchte ich noch kurz hinweisen auf das Webinar, das wir Ende März veranstalten. zum Thema Mobilitätsreport 2022. Denn wir haben einfach mal eine Analyse gefahren zum Mobilitätsverhalten und da finden Sie auch noch sehr viele Daten dann zum Thema, wie ändert sich die Mobilitätsnutzung. Lade ich Sie ganz herzlich dazu ein. Weitere Infos dazu auch in der Follow-up-E-Mail. Dann wünsche ich allen Zuschauern und natürlich auch euch beiden noch einen schönen Nachmittag. Freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und bedanke mich. Danke, Leander. Danke in die Runde. Vielen Dank. Danke, Janina. Einen schönen Nachmittag zusammen. Ebenfalls. Tschüss. Ciao. Tschüss.